als Kind bin ich mit dem Roller, das muss man sich vorstellen, mit einem Roller, also nicht mit Motorroller, sondern mit einem richtigen Tretroller, 21 Kilometer von Hamm Westfalen bis nach Dinkel gefahren. Und zwar mit einem Kumpel. Als Jungs, als Joister, haben wir Spaß gehabt. Ne? Und hier haben uns dann an diesem Denkmal, da wollten wir oben drauf klettern. Und hier hat uns dann die Polizei eingeladen und wieder zurückgebracht in ein Kinderheim nach Werl. Und heute bin ich mit Walbora hier an dieser Stelle und finde diesen Stein. Ich denke mal, der liegt für mich hier. Ja, das ist eine schöne Erinnerung an meine Kindheit. Das muss ich mir vorstellen. Hier habe ich als Kind gestanden. Hier. Da. Da habe ich gestanden. Ja, gut, dass die Polizei dann kam. Wir sind nämlich an einem Bauernhof angehalten. Muss man vorstellen, wir sind als Jungs, ich war 8 Jahre, der Kleine war 6 Jahre. Und er hat immer gefragt, ja, wann kommt denn die Möhne? Wir wollten nämlich zur Militärsperre. Und ich habe immer gesagt, da hinten am nächsten Berg, da hinten, hinterm nächsten Berg, da kommt die Möhne. Ja, herrlich. Und dann hat der Bauer uns was zu essen gegeben. Und anschließend hat er uns die Polizei, Gott sei Dank, geschickt. Und die haben uns dann nach Hause gebracht, also nach Werl. Und dann hatten wir nur ein Gogo-Mobil, das musst du dir mal vorstellen. Hier oben wollte ich drauf, aber das habe ich nie geschafft. Ich war ja 8 Jahre, ich war vielleicht zu groß. Bis hierhin, ne? Ja, klasse, guck mal, hier liegen auch noch ein paar Steine. Ach, ist das schön. Das werde ich mal ein paar Steine mitnehmen. So als Erinnerung, ne? Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ein Denkmal, ne? Ein Stück Leben von mir war das. Mit 8 Jahren sind wir dann hier hingefahren. Mit dem Roller, das musst du dir mal vorstellen, mit dem Roller. 8 Jahre. Ja, dann kamen die Bäuerin kam dann mit dem Fahrrad und dann mussten wir wieder zurück bis da hinten in die Stadt. Und da stand dann ein grüner Polizeibus, VW, Käfer, wo die Blinker so an der Seite noch so rausgingen. Und heute bin ich 63 Jahre und lege hier diese Steine in ein Auto. Ist doch herrlich, ne? Dass man alles so erlebt, ne? Tja, so ist das Leben. Und als ich 8 Jahre war, wusste ich auch nicht, dass ich mal so eine liebe Frau bekomme. Hätte ich nie gedacht, ne? Muss man vorstellen, diese Straße ist natürlich jetzt neu. Aber die sind wir mit dem Tretroller, 21 Kilometer. Und es wurde auch schon immer dunkler. Ne? Gut, dass die Polizei uns aufgegriffen hat. Und gut, dass der Bauer gemerkt hat, mit den Jungs stimmt was nicht. Die brauchen Hilfe. Ne? Tja. Ja, so war das damals in Dinka. Dann weiß ich noch, dann gab es eine Ampel. Ja. Eine kleine Baustelle. Und dann wollte ich unbedingt mal, dass die Ampel auch grün wird. Habe ich so lange gewartet, bis sie rot ist. Und dann grün. Da sind wir durch die Baustelle gefahren. Da war die Baustelle aber mindestens schon 10-mal wieder rot-grün. Ja, herrlich. Kindheitserinnerung.